So, jetzt. Ich hätte beinahe mein Mikro vergessen zu aktivieren. Und wir haben Voidi gefangen. Ich musste gerade was korrigieren, gerade und laufen lassen, während es eine Aufnahme verarbeitet und gleichzeitig weiter aufnehmen. Funktioniert nicht, weil er das pausiert, sobald er das Video verarbeitet hat. Oder Elgato sich aufhängt. Aber gut, jetzt wissen wir's. Muss ich halt einen kurzen Moment mich gedulden, weiterzuspielen. Für Voidi wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Beim Rennen erzeugt es Elektrizität in seinen Schwanzansatz. In der Galar-Region erfreut es sich bei Hirten großer Beliebtheit. Kein Spitznamen. In mein Team. Welches Pokémon soll abgelegt werden? Ich bin für Raffel. Obwohl, wir haben auch zwei Wasser-Pokémon dann, ne? Ich weiß aber nicht, was aus Tier wird. Bei dir bin ich neugierig. Hier wird daraus ein Eichhörnchen. Ja, wir packen Raffel weg. Aber ich denke, hier könnte jedes Pokémon auf jeden Fall seine Chance bekommen. Deshalb werden wir da schauen. Ich will sowieso möglichst viele Pokémon hier haben. Also sehe ich da kein Problem, da auch mal in Pokémon etwas später zu trainieren. Wer niedlich ist, ist stark. Und wer stark ist, ist auch niedlich. Das ist mein Motto. Göremaya fordert mich heraus. Kamehaps. Okay. Voldi ist jetzt leider... Oh, Wangenrubbler. Du kannst schon Wangenrubbler. Das ist gar nicht mal so schlecht. Dann schicke ich dich raus, hoffe, dass du überlebst und werde dich heilen. Das lief perfekt wie geplant. Es hat wirklich so ein Herz auf dem Arsch. Tackle, ist in Ordnung. Und Wangenrubbler. Ah, noch ein Tackle. Kommen wir klar. Und damit wird es definitiv paralysiert. Dann können wir direkt nochmal Wangenrubbler machen. Sehr schön. Ah, Tackle, schade. Eieiei. Quit. 6 KP. Du bist paralysiert. Jawohl. Und Finisher. Easy. Erfahrungspunkte erhalten. Voidi erreicht Level 6. Melmann erreicht Level 10. Voidi erreicht Level 7. Ich will nochmal kurz in die Einstellung gucken, ob wirklich nicht eine Einstellung ist, dass dieses EP-Sharing drin ist. Animation, Spitznamen, Bewegungs-, Videosequenzen. Na, schade. Geil Geschenk. Per Internet. Ja, ist okay. Gucken wir mal. Ich glaube, wenn man das Mozi bekommt, man, ha? Du bist jetzt mit dem Internet verbunden. Hat ja nur ewig gedauert. Hm? Giga Dynamax Mozi. Wenn wir dich ins Team nehmen. Aber dann haben wir schon mal Mozi. Es sammelt mit Vorliebe glänzende Gegenstände. Ist es gut gelaunt, lässt es seinen Trainer einen Blick auf seine Sammlung werfen. Sehr schön. Oh, da wartet schon der nächste Trainer. Gierig ist er nach vorne gebückt.
nach vorne gebeugt. Und da. Zack. Gegen Hopp hatte ich keine Chance, aber dich kann ich bestimmt besiegen. Ich wollte das Mikro nach hinten packen. Zensekt. Oh mein Gott, was ist das denn? Das sieht total komisch aus. Aber dagegen kämpfe ich. Müsste sehr effektiv sein. Papam! Insekten mag ich. Ich mochte Käfer-Pokémon bei vielen Editionen. Deshalb gibt es hier auch auf jeden Fall ein Käfer-Pokémon, was in unser Team kommt. Das eine weiß ich, dass ich es reinhaben möchte. Kleptifuchs. Wen will ich denn da haben? Oh, das hat Flauschigkeit. Darum hat es schon so wenig Schaden bekommen. Verstehe. Na komm, nehmen wir Memmion. Aquaknarre, los. Ah, ruckzuck, ist okay. Und keiner Level up. Schade. Knüpft denn, es wurde besiegt. Ich verliere wirklich gegen jeden, egal ob gegen wilde Pokémon oder andere Trainer. Du verlierst gegen wilde Pokémon? Lappen. Geh wieder nach Hause. Schau mal, da ist die Professorin. Was macht die Arbeit, Professorin? Wie ich sie kenne, haben sie inzwischen alle Geheimnisse des Dynamax-Phänomens gelüftet. Ha, ich fürchte, davon bin ich weit entfernt. Dynamax ist immer noch ein großes Rätsel. Ach, wenn ich nur endlich meine Enkelin dazu bewegen könnte, das Projekt zu übernehmen. Oh, wie unhöflich von mir. Ich habe gar nicht bemerkt, dass wir Besuch haben. Ach, mein Ischias. Willkommen auf meinem bescheidenen Anwesen, junge Trainer. Ich bin Professor Magnolica. Kommt nur mit herein. Ja, fremde Personen locken mich in ihr Haus. Was sehe ich da, Hopp? Dein Wolli hat ja Gesellschaft bekommen, wie schön. Und du musst Juri sein. Meine Enkelin Sanja hat dir einen Pokédex zukommen lassen, nicht wahr? Jetzt liegt es an dir, ihn zu vervollständigen. Juri, das Dynamax-Phänomen ist dir doch sicher ein Begriff, oder? Professor Magnolica erforscht dieses Mysterium schon seit einiger Zeit. Erst wenn wir alles darüber wissen, werden wir das Potenzial von Dynamax vollständig ausschöpfen können. Ach, das ist mal wieder typisch Delien. Pokémon hier, Dynamax da. Muss ich jedes Gespräch um Pokémon drehen? Schau doch mal ein wenig über den Tellerrand und erweitere deinen Horizont. Da wäre zum Beispiel Tee. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele verschiedene Teesorten es auf dieser Welt gibt. Überaus faszinierend. Entschuldigen Sie, Professorin, aber könnten Sie uns einen Gefallen tun? Sagen Sie meinem Bruder doch mal, dass er uns einen Empfehlungsbrief für die Arena-Challenge geben soll. Den brauchen wir, um uns für die Teilnahme zu qualifizieren. Was höre ich da? Willst du etwa nicht, dass Sie daran teilnehmen, Delien? Hopp und Juri sind erst vor kurzem zu Pokémon-Trainern geworden. Sie sind einfach noch zu unerfahren. Ach so, aber war es nicht auch dein Traum, dass Oskala irgendwann einmal die Region mit den stärksten Trainern der Welt wird? Da haben Sie natürlich recht. Das war ja auch der Grund, warum ich mich überhaupt dazu entschieden hatte, den beiden ein Pokémon zu schenken. Na schön, ihr sollt eure Empfehlungsbriefe haben, aber nur unter einer Bedingung. Ich will, dass ihr kämpft. Ich will, dass ihr mir einen Kampf zeigt, nachdem mir gar nichts anderes übrig bleibt, als euch für die Arena-Challenge zu empfehlen. Aber vorher mache ich natürlich noch eure Pokémon fit. Darauf habe ich gehofft. Puh. Oh, coole Sache. Juri, ich warte draußen auf dich. Kann ich nicht gegen dich kämpfen? Ich meine, der Typ da draußen kann nichts. Damit Pflanzen gedeihen, muss man sich ihren Bedürfnissen richten. Man darf nicht den Fehler machen, ihnen seine eigenen Wünsche aufzuzwingen. Ja. Ich habe ungefähr genauso viele. Minus die gleiche Anzahl.
Ach du heilige Scheiße. So stelle ich mir die Wohnung von meiner besten Freundin vor. So viele Bücher. Eieiei. Oh, warte, da ist ein Pokéball. Ich rieche es. Ich wusste es. Eine TM. Gegenstoß. Du verstaust das Item in der Tasche. Der Anwender lädt die Attacke auf. Handelt das Ziel vor dem Anwender, verdoppelt sich die Stärke der Attacke. Ja, ihr könnt vor mir nichts verstecken. Oh, ein Superball. Hui. Oh, verdammt, Zack. Oh, da ist was drinne. Tafelwasser. Ich sag's doch. Kein Versteck. Du willst diese Empfehlung von Dayan doch genauso sehr wie ich, oder nicht? Komm schon, kämpf gegen mich, Yuri. Junge, gib einfach auf. Ich will der allerbeste Trainer überhaupt werden. Na, das war mal nicht der richtige Text. Aber dafür brauche ich diese Empfehlung, sonst wird das nichts mit der Arena-Challenge. Wir müssen Dayan in diesem Kampf zeigen, was in uns steckt. Überzeugen wir ihn davon, dass wir das Zeug für die Arena-Challenge haben. Sekunde noch. Ah, schön, dann warte ich eben noch. Das ist ja einfach, den abzuwimmeln. So, ich will mit Kleptifuchs anfangen. Ja, das hast du gerade schon gesagt. Los geht's. Ah, meine Ischias. Den Kampf zwischen euch zwei jungen Trainern will ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Für mich ist jeder Kampf eine Chance, etwas Neues zu lernen. Nur so kann ich meinen Ruf als derjenige, der Unschlagbare, gerecht werden. Liefert mir einen Kampf, der sich gewaschen hat. Lasst dann ständig die Fetzen fliegen, hört ihr? Jetzt geht die Legende von Hopp erst richtig los. Ja, ich habe meine Zweifel daran. Wie viele Pokémon hast du denn? 3. Legende von Hopp, weißt du das? Bist du schon ein bisschen stärker geworden? Das werde ich gleich mal überprüfen. Oh. Gucken wir uns doch das mal an, wie viel Schaden das macht. Tackle! Oh, Prügler wird nicht so viel Schaden machen wegen Flauschigkeit. Gegen Volley sollte ich mit was Speziellen rangehen. So. Nee, komm, nehmen wir Kamehubs. Und geh mit Akkuknarre ran. Auch wenn wir Titankiefer als Fähigkeit haben, aber spezielle Attacken werden gegen Volley deutlich mehr bringen. Und Akkuknarre. Ha, Heuler. Bin ich vor, jetzt gerade physisch anzugreifen. Ein Volltreffer? Ihr seid echt voll bei der Sache, was? Level 8. Müsste auch Level 8 sein, sonst, oder? Jawohl. Woldi Level 7. Kleptifuchs Level 8. Oh, Clownwitzer. Okay. Hopplo. Möchtest du wechseln? Nö. Bleiben wir doch bei Aquaknarre. Jetzt geben wir alles. Hier kommt unsere heiß lodernde Feuerkraft. Gelucht. Ja, das mit den Typen hast du nicht ganz so verstanden, ne? Wahnsinn, du hast die Wechselwirkung zwischen den Typen ja schon total verinnerlicht. Ja, Feuer gegen Wasser war nie so gut. Oh, guck mal, da wird's langsam. Nochmal Aquaknarre, ganz simpel. Das sollten wir auch locker wegstecken, selbst wenn es Quit wird.
Das war kein Crit. Hast die ganze Zeit schon 5 KP abgezogen. Oh, Level 9. Voli Level 8. Voli erlernt Imitator. Micro. Ja, da holen wir doch unseren Voidi. Das wird knapp, aber solche Kämpfe sind genau unser Ding. Anspannung wirkt, juckt nicht. Wangengrubbler. Pizza. Nicht sehr effektiv, das wird kaum Schaden machen. Dafür das umso mehr. Und paralysiert. Das heißt, jetzt sind wir auch noch schneller. Herrlich. Wangengrubbler ist halt so böse, da ist zu 100% paralysiert. Das ist einfach ein Traum. Paralysiert. Dann können wir es jetzt auch mit einem Tackle beenden. Ein Volltreffer, natürlich. Unnecessary Crit. Was für eine Enttäuschung, aber wenigstens habe ich in dir einen würdigen Rivalen gefunden. Dabei hatten meine Würfe diesmal doch die perfekte Kurve und alles. Wow, du hast deine Pokémon richtig aus deinem Pokéball befördert, wow. Kämpfe sind echt nervenaufreibend. Als Gewinner rastet man für Glück aus und als Verlierer vor Frust. Ach, das ist schon alles okay so, denn im Endeffekt macht uns jeder Kampf stärker, oder? Naja, wenn man bedenkt, dass kein Pokémon meins besiegt hat, bekommst du keinen Erfahrungspunkt dafür. Also, kostet dich nur Geld. Was für ein Kampf. Was für ein Kampf, Yuri, Rob. Mir fehlen die Worte. Damit habt ihr euch meine Empfehlung für die Arena Challenge mehr als verdient. Du erhältst einen Empfehlungsbrief. Du verstaust das Item in der Basis-Item-Tasche. Ein Empfehlungsschreiben, das benötigt wird, um an der Arena-Challenge heute teilzunehmen. Danke, Darien. Ich schwöre, ich werde bei der Arena-Challenge voll durchstarten. Man merkt zwar, dass ihr noch jung und unerfahren seid, aber dieser Kampf war grandios. Glurak und ich sind noch immer völlig begeistert. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Hopp, früher hatte ich oft das Gefühl, dass du dich zu sehr auf Nebensächlichkeiten konzentrierst, Wurftechniken für Pokébälle und andere Kleinigkeiten, die mit der wahren Leistung eines Trainers nichts zu tun haben. Aber nun scheinst du einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben. Dein Kampfstil ist auch unglaublich mitreißend, Yuri. Davon will ich mehr sehen. Hast du das gehört, Yuri? Lass uns ab sofort trainieren, was das Zeug hält. Versuchen wir, Dylan zu übertrumpfen und damit einer von uns der nächste Champion wird. Einer von uns? Nein, ich. Na Logo, es kann nur einen geben. Wir sind immerhin Rivalen. Was zum... Aha. Hey Yuri, schau das mal an. Ist das nicht ein Wunschstern? Nein, es sind sogar zwei Wunschsterne. Hier, den kannst du haben. Okay. In Galar verstreute Steine, denen eine geheimnisvolle Energie innewohnt. Es wird erzählt, Wünsche gehen in Erfüllung, wenn man sie aufsammelt. Mit so einem Wunschstern kann man Pokémon deine maximieren. Dadurch werden sie riesengroß. Das ist ja ein Ding. Es heißt, Wunschsterne landen nur von Menschen, die einen ungewöhnlich starken Wunsch hegen. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner von mir war. Ganz allein schaue ich sie mir, ich kenne die Gefahr. Ich will der Allerbeste sein. Okay, ja, reicht. So, jetzt habe ich es mir dreimal gewünscht. Jetzt geht mein Wunsch bestimmt in Erfüllung. Du hast den Wunsch aber verraten. Hopp. Wunschsterne zählen zu den wertvollsten Schätzen, die man in Gar... Achso, hopp. Wunschsterne zählen zu den wertvollsten Schätzen, die man in Galar finden kann. Aber so wirst du ihnen ihre Geheimkräfte sicher nicht entlocken. Würdet ihr beide mir die Wunschsterne für eine kurze Weile überlassen? Ach stimmt, sie sind ja Spezialistinnen in Sachen Dynamax. Meine Fresse. Ganz ehrlich, für Yuri und mich wäre es einfach das Größte, wenn wir unsere Pokémon Dynamaximieren könnten.
Erst begegnen wir im Schlummerwald diesem merkwürdigen Pokémon und dann fallen uns sogar zwei Wunschsterne direkt vor die Füße. Das waren bestimmt Vorzeichen, dass uns etwas ganz Großes bevorsteht. Eins nach dem anderen, junger Mann. Spar dir deine Energie lieber für morgen, wenn deine große Reise beginnt. Und bleib heute Abend lieber wachsam. Wer weiß, was passiert. Wo kommt die denn her? Was ist hier denn los? Ihr seht ja vergnügt aus. Da kommt man gerne nach Hause. Ihr esst doch noch mit uns zu Abend, oder? Ich bin vor kurzem auch auf den Curry-Tent aufgesprungen, falls ihr mal kosten wollt. Nächster Morgen. Nächster Morgen. Der nächste Morgen. Und der letzte Schluck meines letzten Energies. Endlich ist es morgen. Jetzt kann das Abenteuer losgehen. Guten Morgen, ihr Frühaufsteher. Oh, und Hopp. Du siehst ja fit aus nach gestern Abend. Sag mal, Hopp. Du hattest doch erwähnt, dass ihr in irgendeinem merkwürdigen Pokémon begegnet seid, oder? Kannst du mir etwas mehr darüber erzählen? Yuri hat im Nebel gegen irgendein Pokémon gekämpft. Mehr weiß ich auch nicht. Ich bin nach einer Weile bewusstlos geworden und kann mich an so gut wie nichts erinnern. Na toll. Schaut mal, ich hab hier etwas für euch, Yuri und Hopp. Da ist sicher mit Nachnamen Spross. Pokémon-Witz. Hopp, Spross. Tut mir leid. Du hast ein Dynamax-Band vom Professor Magnolika erhalten und es sofort angezogen. Wenn man sich in der Nähe einer Energiequelle aufhält, leuchtet der darin ein gearbeiteter Wunschstern auf und ermöglicht die Dynamaximierung vom Pokémon. Das sind Dynamax-Bänder. Darin sind die Wunschsterne verarbeitet, die ihr gestern Abend gefunden habt. Wow, danke, Professorin. Ich werd verrückt, das sieht ja genauso aus wie das von meinem Bruder. Damit kann ich meine Pokémon jederzeit Dynamaximieren, stimmt's? Eins nach dem anderen, junger Mann. Ich kann deine Begeisterung für das Dynamax-Phänomen ja nachvollziehen. Immerhin lässt es Pokémon riesengroß werden. Aber ganz so einfach ist das nicht. Erst müssen einige wichtige Voraussetzungen erfüllt werden. Zuallererst solltet ihr herumreisen und euch mit so vielen Pokémon vertraut machen wie möglich. So führt ihr auch im Handumdrehen dein Pokédex. Endlich ist es soweit. Jetzt kommt die Legende von Hopp so richtig in Fahrt. Junge, halt die Fresse. Komm, machen wir ein Wettrennen bis zum Bahnhof, Yuri. Fertig? Los! Diese Leute, die momentane Teleportation können, ne? Ich frage mich, was es mit diesem merkwürdigen Pokémon aus dem Schlummerwald auf sich hat. Irgendwie lässt mir das keine Ruhe. Zuallererst solltet ihr herumreisen, ja. Das hast du gerade eben schon gesagt, Oma. Ich weiß, du kannst dich nicht mehr dran erinnern, aber du hast es eben schon gesagt. Ypsicom öffnet dir jede Menge verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten mit deiner Spielerin. Du kannst Pokémon tauschen und Pokémon-Kämpfe teilnehmen und vieles mehr. So gibt es immer was zu tun. Wenn ich während deines Abenteuers Ypsicom-Sticker erreiche, bedeutet das, dass jemand über die Kommunikationsfähigkeiten versucht, sich mit anderen zu verbinden. Drücke den Y-Knopf, um zu sehen, wer online ist. Über Ypsicom kannst du stets mit Spielern in deiner Nähe kommunizieren. Wenn du aber den Plus-Knopf drückst und dich mit dem Internet verbindest, kannst du auch mit Spielern auf der ganzen Welt kommunizieren. Wenn du einen Sticker aufschließt, auf dem die Umrisse eines Pokémon zu sehen sind, kannst du zusammen mit anderen Trainern gegen Pokémon antreten. Ja. Hey Yuri, ich habe einen ganz heißen Tipp für dich. Ich soll mein Internet aktivieren. Dich hat sicher auch schon im hohen Gras, wie aus dem Nichts ein Pokémon angegriffen, oder? Das heißt, ihr vermeiden, indem du ganz leise durch das hohe Gras schleichst. Wenn du das Gegenteil erreichen und unbedingt gegen wilde Pokémon kämpfen willst, dann pfeife einfach ganz laut. Das zieht ihre Aufmerksamkeit auf dich. Falls du vergessen hast, wie man richtig pfeift, verrate ich dir den Trick. Probier einfach mal auf den linken Stick zu drücken. Und übrigens, ab jetzt zählt's, Yuri, wer die meisten Pokémon fängt, gewinnt. Ich lieg mit doppelt so vielen Pokémon vorne. Wenn wir beide den Bustbury-Bahnhof erreicht haben, vergleichen wir, wer mehr hat. Du weißt ja, welchen Bahnhof ich meine, oder? Den, an dem wir meinen Bruder abgeholt haben. Junge, ich bin nicht doof. Ich kann pfeifen. Richtige Pfeife. Boah. Die schlechten Witze werden nicht besser werden, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Oh, ich hab schon eine Angel. Jawollo. Oh, ein Carpador. Jawohl. Kann in die Box. Aber ich fang's. Ich meine, wir wollen ja viele Pokémon haben. Also.
sieht halt so aus, als ob er mit dem Schwanz den Boden putzt. Killt es dich? Ich hoffe nicht. Ah, das wird okay sein. Wir fangen alle Pokémon hier. Du bleibst besser drinne. Sei jetzt keine Pokéball-Verschwendung, bitte. Ich werde mich, glaube ich, nicht nach jedem Part verabschieden und wieder neu begrüßen, weil ich nehme das jetzt alles am Stück auf. Wir haben Freitagmorgen. Um 1.35 Uhr. Und ja, ich will nicht jedes Mal schneiden. Also auseinander, zusammen. Na. Das. Obwohl, ich könnte mich verstehen, das kann ich mal pardon. Ach nö. Wir machen das in einem Fluss. Ich denke mal, es wird okay sein. Es ist nutzlos, was Kraft und Geschwindigkeit angeht. Dieses Pokémon ist das schwächste und erbärmlichste der Welt. Wow. Wow. Ey, das ist nicht nett. Das ist überhaupt nicht nett. Achso, das hat jetzt gezeigt, dass ich das Pokémon gefangen habe, ha? Okay. Ja, ich habe euch alle schon gefangen. Alles easy. Ah, da läuft das Voidi hier einfach rum. Tja, dachtest du, ha? Wie viele hier rumlaufen. Ein Belieber. Standest du vorher schon hier? Ich habe gesehen, wie Hopp in Richtung Bahnhof geschlichen ist. Ja, der Lappen. Der Bahnhof ist da drüben, Juri. Danke. Da war ich vor 10 Minuten gefühlt. Und Juri, wie viele Pokémon hast du bisher gefangen? Ich habe mir gerade ein richtig gutes geschnappt. Das wird mein neues Ass im Ärmel. Und wie viele neue Pokémon hast du? Aha, 1. Dann sind wir gleich auf, Rivale. Sternschau. Hm? Ja, okay. Hier, nimm. Das ist deine TM. Mit der kannst du deinem Pokémon ruckzuck eine neue Attacke beibringen. Und du kannst sie so oft einsetzen, wie du willst. Diese TM hier habe ich übrigens mal von Dayen geschenkt bekommen. Sie enthält die Attacke Sternschauer. So, jetzt sollten wir uns aber auf den Weg nach Engine City machen, wo die Eröffnungszeremonie der Arena Challenge stattfindet. Wir fahren am besten direkt mit dem Zug hin. Los geht's. Jawollo. Ich bin bereit. Moment, ihr beiden. Mom, was machst du denn hier? Als du Hoplo von Dayen geschenkt bekommen hast, dachte ich mir schon, dass du bald auf Reisen gehen würdest. Professor Magnolica hat uns verraten, dass ihr von hier aus den Zug nehmen wollt. Hier, das haben wir euch für eure lange Reise mitgebracht. Das sind Camping-Sets. Mit eurem Partner-Pokémon kann eurer Seite gibt es nichts, wofür ihr Angst haben müsst. Danke, Mom. Freu dich schon mal auf den Tag, an dem ich der nächste Schämser werde. Dann sind deine Kinder beide echte Champs. Stell dir das nur mal vor, das gab's noch nie. Wenn du das sagst, Hopp, dann kann ich euch nur noch eine gute Reise wünschen. Okay, dann mal los. Ab jetzt treffen wir bestimmt an jeder Ecke richtig starke Trainer und noch stärkere Pokémon. Ich habe das Gefühl, jetzt geht's so richtig los. Komm, wir brechen auf, Juri. Na endlich, los geht's ja. Rund um Engine City erstreckt sich die Naturzone. Wusstest du das? Die Naturzone ist total cool. Da streifen die verschiedensten Pokémon durch die Gegend. Außerdem kann man da auch campen und angeln.
und. Total aufregend. Entschuldigung, Sie sind doch der Bahnhofsvorsteher, oder? Wir wollten eigentlich nach Engine City. Warum halten wir jetzt am Naturzonenbahnhof? Tut mir leid, Junge. Eine Herde Wolli blockiert gerade die Gleise. Hier ist also leider erstmal Endstation. Verstehe. Glück im Unglück, würde ich sagen. Na, die Naturzone ist riesengroß. Da kann man die unterschiedlichsten Pokémon fangen. Du weißt, was das heißt, oder, Yuri? Genau. Wenn man sich irgendwo das allerbeste Team der Welt zusammenstellen kann, dann hier. Nanu, sag mal, kann es sein, dass du kürzlich mit einem bestimmten Evoli auf Reisen warst? Nee, das muss ich mir eingebildet haben. Dann hat sich das erledigt. Vergiss es. Nanu, sag mal, kann es sein, dass du kürzlich mit einem bestimmten Pikachu auf Reisen warst? Nee, da muss ich mich geirrt haben. Schon gut, vergiss es. Meine Kinder geben Trainern, die ein Let's Go-Abenteuer bestritten haben, ein Geschenk. Aber was ist ein Let's Go-Abenteuer überhaupt? Weißt du das zufällig? Nein, ich habe Let's Go nicht gespielt. Ein Quickie. Ja, ein Quickie. Je weiter du in die Naturzone vordringst, desto stärker werden die Pokémon, denen du dort begegnest. Wenn du in Kampfschwierigkeiten hast, dann benutze einfach eine Pokepuppe. Alles klar. Egal wie stark ein Pokémon ist, wenn du bei der Arena-Challenge immer weiter Fortschritte machst und Ohren sammelst, wirst du es irgendwann fangen können. Es ist in dem Falle so, du kannst Pokémon begegnen, die weit über dein Level aktuell hinaus sind. Kannst sie aber nur fangen, wenn du in Ohren dafür hast. Finde ich nicht schlimm. Damit du nicht overpowered bist, aber trotzdem mal ein paar stärkere Gegner Pokémon begegnen kannst. Soll ich deine Pokémon wieder fit machen? Ja, mach einfach mal. Was soll's. Schau mal. Kannst du die Stadt da hinten sehen? Das ist Engine City. Ehrlich? Die 100 Meter? Ist noch ein ganz schönes Stück bis dahin. Wie viele Pokémon wir wohl entdecken werden, bevor wir die Stadt erreichen? Weit? Das ist einmal um diesen See rum. Das sind 100, 200 Meter oder sowas. Hey, da ist der Sanya. Meine Oma hat mir vorhin ziemlich die Meinung gegeigt. Nimm dir ein Beispiel an den beiden, hat sie gesagt. Voller Tatendrang gehen sie auf Reisen. Und was stellst du mit deinem Leben an? Ja, aber macht euch deshalb keinen Kopf. Das ist mein Problem. Das Pokémon, dem ihr im Wald begegnet seid, geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich könnte versuchen, der Sache ein wenig auf den Grund zu gehen. Vielleicht sieht mich Oma ja in einem anderen Licht, wenn ich etwas herausfinde. Als Erwachsener hat man es echt nicht leicht, wie es aussieht. Wie gesagt, macht euch deshalb keinen Kopf. So komme ich wenigstens ein bisschen an die frische Luft. Das ist eine gute Gelegenheit, um mal wieder zu angeln und zu campen. So, ich grase jetzt erstmal diese rot leuchtenden Pokémon-Nester ab und kämpfe gegen ein paar Dynamax-Pokémon. Ein weiteres Kapitel in der Legende von Hopp beginnt. Ich hoffe, Hopp weiß, worauf er sich da einlässt. Dynamax-Pokémon sind extrem stark, um gegen Pokémon von dieser Größenordnung zu gewinnen. Muss man auf jeden Fall selbst ein Pokémon Dynamaximieren. Vergiss das nicht. In der Naturzone findest du... Oh, hoppla. Dort halten sich Dynamax-Pokémon auf. Aber bevor du deine Nase in eins dieser Löcher steckst, solltest du dir absolut sicher sein, dass du wirklich bereit bist. So, zum Abschluss bekommst du jetzt noch was Tolles von mir geschenkt. Ermöglicht jederzeit Zugriff auf die PC-Boxen im Pokémon Center, um Pokémon anzulegen oder den Steam aufzunehmen. Genau, du kannst den PC unterwegs benutzen, einfach Pokémon austauschen. Finde ich cool. Das ist eine Pokémon-Box, damit kannst du Pokémon lagern und sie bei Bedarf wieder in dein Team aufnehmen. Praktisch, oder? Schnapp dir so viele Pokémon, wie du nur kannst und fülle dein Pokédex. Aber jetzt ab in die Naturzone mit dir. Das Abenteuer ruft. Ein Wingull. Welches Level seid ihr denn? Level 7. Das ist in Ordnung. Au. Aber mit dem Regen ist das echt nicht gut. Wir schauen mal, wenn wir prügeln. Ich will es jedes Mal wissen. Ah, jetzt. Oh Gott. Natürlich kommt jetzt Heuler. Warum auch nicht?
viel mehr Schaden gemacht von diesem dummen Heuler. Nochmal Aquaknarre, nochmal 6 KP weg, oder was das waren? Komm, einmal schaffen wir noch. Nochmal Heuler, okay, dann könnte ich sogar nochmal einen Rucksack-Creep machen. Sehr schön. Dann werfen wir jetzt den Super, weil Bingo ist gerne mal ein richtiges Arschloch, was das angeht. Ha, sehr schön. Puh. Ah, Klepp-Defux Level 9, Micro Level 11. Es baut sein Nest an Steilhängen und nutzt die Seebrise, um beim Gleiten am weiten Himmel an Höhe zu gewinnen. Nein, ich will nicht ins Team. Ich will es nicht ins Team. Ach, verdammt! Ach ja, komm, Brachfeder. Nehmen wir einen Beutel. Was soll's. Wir nehmen Klepp-Defuchs, Pokémon bewegen. Nehmen wir hier Voidi. Nehmen wir Skoppel. Gut, dass wir jetzt ein Elektro-Pokémon hier haben. So, verdammt. Lass uns ihn hier mit Tintagenkäfer sollten wir gut Schaden machen. Nee, nee, das kannst du vergessen. Biss! Oh ja, das ist viel Schaden. Perfekt. So können wir auch den Ball werfen. Und Pokéball. Perfekt. Skoppel wurde gefangen. Mit den Ohren schaufelt es Löcher. Es braucht nur eine Nacht, um einen 10 Meter tiefen Bau zu graben. Guck gerade nach unten, ne? Ein Saftkorn. Das fangen wir uns auch. Wir fangen uns alles. Wäre schon schön, wenn nicht hier alle Pokémon kommen würden, wo mein Wangengrubbler nichts bringt. Oh Gott. Oh je. Ist nicht sehr effektiv, aber dann ist wenigstens schon mal paralysiert. Stimmt ja, es kann ja nur härter. Was härter erwarte ich? Was erwarte ich? Was erwarte ich? So. Paralyse. Ja, nehmen wir das Effektive. Auch wenn es weiter physisch bleibt, aber es ist trotzdem sehr effektiv. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich machen kann. Ich habe leider nur Wasserattacken und die bringen auch nicht allzu viel. Es macht doch noch sehr guten Schaden dafür, dass es zwei oder drei Härtner drin hat. Ich glaube, es ist der vierte Härtner. Können wir nochmal Piekser einsetzen? Kurz mal wieder anders positionieren hier. Ja, komm. Paralyse. So weit geschwächt. Sollte eigentlich ein Ball jetzt ausreichen.
Klasse, Saftkorn wurde gefangen. Entwickelt sich sogar mit dem nächsten Level. Ich glaube, Level 10 wird der Saftkorn zu Smippo. In diesem Zustand wartet es auf die Entwicklung. Es kann nur seinen Panzer erhärten, daher bewegt es sich nicht, um nicht angegriffen zu werden. Ja, hat ja gut funktioniert. Ist das ein Rabauz? Nein, oder? Das ist ein Rabauz. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es ein Rabauz ist. Ah, Tackle. Gut, dann hat man potenziell noch Kikli, Nocturne und Capoeira hier. Nicht schlecht. Ah, direkt nochmal. Und nochmal. Sollten wir einen roten haben, oder? Ja. Paralyse, rot, perfekt. Das nächste Pokémon. Träumchen! Und Wolli ist Level 9. Es strotzt zur Energie. Um stärker zu werden, fordert es seine Gegner immer wieder heraus, auch wenn es schon mehrmals verloren hat. Okay. Aber auch du kommst da einfach nur in den PC. Du findest eine Notiz in der Naturzone, kannst du über den rechten Stick die Kamera bewegen. Drückst du den rechten Stick, kannst du deinen Blickfeld erweitern. Drückst du die L-Taste, schaust du geradeaus. Ah, okay. Saftkorn, Wingull, Wingull, Wingull. Moment, warum? Schimmerst du so? Bist du ein starkes? Was ist an dir jetzt so besonders? Warum hast du geschimmert? Achso, Level 10. Ja gut, das ist halt höher als Level 7, ne? Ja, egal, ich hab schon eins. Das besiegen wir für die EP. Tja, das ist natürlich jetzt kacke, ha? Hasta la vista. Ja, sehr schön. Voldi erlernt Blitz. Klappt die Fuchs Level 10. Komm, ihr habt Level 10. Du hast 166 Watt. Achso, das lädt dann mein Dynamax-Ding auf. Ah, stimmt, das war ja Pfeifen. Irgendwie dachte ich gerade, das wäre Rennen. Ja, so findet man viele Pokémon-Nester, aus denen eine Lichtsäule in dem man aufsteigt. Du hast 300 Watt. Wenn du ein Dynamax-Pokémon besiegst, hast du eine Möglichkeit, es zu fangen. Außerdem kann es sein, dass du seltene Items ergatterst, die du sonst nirgends findest. Wilde Dynamax-Pokémon sind unvorstellbar stark. Mitunter feuern sie mehrere Attacken in Folge ab oder greifen zu anderen ungewöhnlichen Maßnahmen. Wenn du gegen solche Pokémon bestehen willst, liegt der Schlüssel zum Erfolg in der Zusammenarbeit mit anderen drei Trainern. Pokémon wechseln. Wonach sieht das aus? Sieht aus wie ein Typ Fee. Typ Fee. Aber das ist ja schon mal nicht gut. Dann nehmen wir Memion rein. Mitspieler suchen. Gucken wir mal. Schon welche spielen.
komm, Kampf beginnen. Probieren wir es jetzt einfach mal. Wie das so läuft. Ein riesiges Pi. Bei Yuri hat sich Dynamax-Energie gesammelt. Dynamax. Deine Flut. Auf Pi. Holy shit, das sieht cool aus. Es fängt an zu regnen. Das tut mir leid. Oh. Fokuscode? Das hätte den gewonnen. Na gut, obwohl. Nicht so verständlich. Ja, die Sache ist, wir haben jetzt hier zwei Feuer-Pokémon, ne? Dann machen wir direkt nochmal deine Flut. Ich meine, dadurch, dass jetzt so unser Wassertank nochmal stärker sind. Das war guter Schaden. Ah, Feuerpeitsche bringt halt leider nichts. Alter. Und das jetzt nochmal sein, dein Zauber. Oh, gegen mich. Alter. Aber es sollte eigentlich reichen. Jawohl. Pi ist geschwächt. Fang. Achso, einen Vampir gefangen. Was ganz schön ausgeteilt hat, wenn man ehrlich ist. EP-Bonbon, EP-Bonbon, Dynamax-Bonbon, Sonnenbonbon, Gurkaubeere, Seetangbeere, Mini-Pilz, Zauberschein. Alles klar. Man erzählt sich, dass überall dort besonders häufig Pi anzutreffen sein, wo einst eine Sternschnuppe eingeschlagen ist. Kein Spitznamen und in dem PC. Ja, war ja easy. Heim wir nun mal Memion, ne? Sehr schön. Kein neues Pokémon, kein neues Pokémon. Wenn ihr es nicht wusstet, Gengar ist mein Lieblings-Pokémon. Woher sollt ihr es auch wissen? Aber Gengar ist mein Lieblings-Pokémon. Ach du heilige Scheiße, dich kann ich safe noch nicht fangen. Alles klar, wir flüchten. Das bringt nichts. Das brauche ich nicht mehr versuchen. Das lassen wir sofort sein.
Level 31. Ja, die Baumtexturen sind echt nicht so schön. Aber bei sowas achte ich eigentlich nahezu gar nicht. Ja, nein, dann wirst du definitiv auch von Level her zu hoch sein. Es ist mit Bö. Ob ich hab ein Saftkorn. Lieber entwickle ich dich, anstatt dich extra zu fangen. Flug. Pokémon wächst. Naja, Voidy ist gut. Voidy ist gut, das nehmen wir. Alleine kämpfen. Wir machen das so. Ein Dusselkorn. Das sind die Bunner. Puh. Kampf. Dynamax. Deine Gewitter. Gegen Dusselgo. Irgendwie finde ich es cool. Eissplitter. Das ist nice. Das ist einfach nur ein Tackle. Oh. Alter. Einfach. Ja, natürlich. Ja, sehr schön. Initiative sinkt. Eieiei. Genau, Konter. Ah, hat nicht funktioniert, weil ich angegriffen wurde. Eissplitter wieder. Das sieht gut aus. Elektronetz. Damit wir die Initiative wieder sinkt. Und dann sind wir vielleicht sogar schneller. Nein. Windstoß. Gegen Snibunner. Ist okay. Bam. Es sieht schon imposant aus. Finde ich. Also es hat Stil auf jeden Fall. Und damit haben wir gewonnen. Nochmal Eissplitter. Und dann kommt nochmal Elektronetz. Ah, Donnerblitz. Gott, ist Donnerblitz. Ehrlich. Hätte es auch schon eher einsetzen können. Es ist geschwächt. Natürlich ein Fangversuch. Mein Sound backt über die Kopfhörer ganz schön rum. Aber es ist, ich hoffe, der Sound ist im Spiel in Ordnung. Gefangen. Dusselgo wurde gefangen. EP-Bonbon, Dynamax-Bonbon, Jappa, Seetang, Triplette. Oh, Triplette ist nicht schlecht. Ist auch dort auf, wo Menschen leben. Beim Füttern muss man vorsichtig sein, da sich sonst schnell hunderte von ihnen versammeln können. Ab in die Box mit dir. Ja, das ist noch ein Wingull. Wingull. Plipper. Ah, Dusselgo. Nee, warte. Dich habe ich gerade eben schon gefangen. Oh, Ninjask. Oh, das ist... Typ Kampf? Verdammt, ich erkenne die einfach nicht. Pokémon wechseln. Wir nehmen doch dann natürlich ein Dynamax Micro.
So, Entschuldigung für den kleinen Cut. Ich habe mich umpositioniert, weil mein Bein ist eingeschlafen. Aber das sonst sollte ja trotzdem in Ordnung sein. Vielleicht ein bisschen anders, weil ich jetzt ein bisschen anders positioniert bin. Aber das passt. Deine Düse gegen Rabauz. Das war ein Rabauz. Okay, wollen wir nicht fangen. Aber wir besiegen das. Eisplitter? Ja, ist okay. Deiner Angriff. Bitte nicht gegen meinen Vogel. Bitte nicht gegen meinen Vogel. Ich hasse dich. Initiative der Bestreiterseite sinkt. Hydropumpe? Das ist schade, dass das nicht getroffen hat. Alter! Der Schaden war krass. Initiative sinkt wieder bei allen. Fesca, das ist nicht so gut. Aber seine Initiative sinkt, das ist das Gute. Nochmal eine Deinendüse. Komm. Schwitter, ja. Guter Schaden. Hydropumpe von einem Carpador. Und deine Düse. Der Schaden ist halt enorm. Dadurch gibt es vielleicht das Pferd sogar nochmal stärker, dass es den letzten Hit machen kann. Festgrab. Ja. Energiefokus. Und dann kannst du wahrscheinlich direkt nochmal eine Attacke einsetzen und das wird auch noch ein Volltreffer. Nee, kannst nicht. Okay. Dann haben wir gewonnen. Deine Hydropumpe von Carpador macht's. Nein, ich will es nicht fangen. Rabauz ist irgendwo im Nest verschwunden. Deine möchte man uns drüber. Aurasphäre. Hm. Das sind echt ein paar nützliche Attacken, muss man sagen. Da hinten ist noch was. Ich will noch gar nicht weitergehen. Ich will gucken, was es hier noch so gibt. Hier haben wir zum Beispiel ein Pam-Pam. Das fangen wir uns selbstverständlich. Oh, warte mal, du bist was K.O., ne? Bist du? Oh, dich paralysieren wir noch. Oh. Alles klar, Voldy ist K.O. Unser erstes K.O.-Pokémon, weil ich nicht dran gedacht habe, es zu heilen. Nächstes Pokémon rufen. Wir nehmen... Ah, komm, nehmen wir Maiko. Ein Piekser würde ich doch nicht one-hitten, oder? Sehr viel Schaden, aber nicht one-hitten. Perfekt. Nicht schlechter Schaden. Pandrago... Pandagro, nicht Pandrago. Ich sag immer Pandrago, aber der ist Pandagro. Wie großer Panda. Pandagroß. Das ist auch ein cooles Pokémon. Ich mag undicht Kampf als Typ eigentlich. Ja, kann man machen. Und selbst das besiegte Pokémon kriegt er? Nee, kriegst nicht. Okay. Hm. Ja, komm. Für Silberblick. Sowas setze ich in der Regel nicht ein. Maiko levelt halt schneller als Memion. Ist halt heftig. Oh, jetzt habe ich es nicht gelesen. Verdammt, sorry. Nee, ich will nichts auswechseln. Ich will nur neue Pokémon hier drin haben. Dann wären wir aber trotzdem jetzt mal hier Beleber, Voldy. So. So. Boah, das volle beim Verzehr hat das Pokémon eine sehr geringe Menge an Erfahrungspunkten. Nee, sowas will ich nicht benutzen.
Nicht erlernbar, nicht erlernbar, nicht erlernbar. Erlernbar. Sternschauer. Nahezu jeder. Okay. Ich will halt auf jeden Fall ein Käfer-Pokémon. Ein ganz bestimmtes. Eins, das ich noch gesehen habe durch Leaks. Aber ich glaube, das wird es hier nicht geben. Oh, sehe. Ich glaube, die Pokémon, die hier so auftauchen, mitten auf dem Feld, sind dann doch eher die unnormalen, etwas stärkeren. Oh, das ist ein EFEM. EFEM. Das klingt halt schon irgendwie cool. Also mir gefällt das Dynamaxing. Dynamax und deine Gewitter. EFM ist ein cooles Pokémon, genauso wie Ohafnir. Die Namen sind der Name ist zwar extrem strange, aber das Pokémon ist cool. Eisbitter, das ist sehr gut. Alter. Gut, deine Düse, okay. Oh, what the fuck? Das war ein One-Hit. Das erste Mal, dass ein Pokémon besiegt wurde. Der Sturm, der mir wütet, nimmt das Stärke zu. Elektrische Energie fließt durch den Boden. Flammenwurf! Oh, es brennt. Nice. Kontinuierlicher Schaden ist gut, ist nur schade, dass Snibunna besiegt wurde, weil Eissplitter hat verdammt viel Schaden gemacht. Crit, nice. Deine Düse. Das wird safe gewonnen, hittet. Damit ist das zweite Pokémon. Da schon eine weitere Stärke zu, weil schon zwei Pokémon besiegt wurden. Mehr Schaden aufgrund des Elektrofelds. Die Statuswerte gehen runter. Sehr schön. Oh. Das geht auch. Ja, guck mal. Dann sollte jetzt ein Eisplitter das Pokémon finishen. Einmal frei. Na, EFM fangen wir definitiv. Das brauchst du mich nicht zweimal fragen. Ist ja krass, wie viele Pokémon man hier jetzt schon bekommt, ne? Ich dachte schon, es bricht aus. Perfekt. EFM. Oh, Drachenklaue. Nice. Der Sonnenuntergang verlässt es seine Höhle und geht mit Hilfe von Ultraschallwellen auf die Suche nach reifem Obst. Auch auf dem PC. Oh, da. Kehrschelle. Das ist so eine Attacke, die man gerne mit Picochilla. Picochilla? Glaube ich, hieß es. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Da ist ein Pandagro. Noch ein paar Pampams. Pam, 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 pam.
10.000 Pam-Pams. Ein Hut-Hut. Hier fangen sehr viele Pokémon. Es ist unnormal, was du für eine Auswahl hast. Oh, Level 14. Das wird wehtun. Uiuiui. Das hält ganz schön viel aus. Ah, wir machen so weiter, wir machen so weiter. Sehr schön, nochmal eine kostenlose Runde ohne Schaden. Reflektor. Ja, okay. Es wird immer weniger Schatten. Paralysiert. Noctu fand ich damals auch richtig cool, als es dann, als ich die silberne, die goldene Edition gespielt hatte. Tackle, ja, das sollte ich nur überleben. War nur ganz knapp. Komm, jetzt versuchen was zu fangen. Jetzt versuchen was zu fangen. Ah. Dafür wollte ich wieder drauf gehen, ne? Nee, das ist nicht. Ah, wir kriegen es noch. Wir kriegen das noch. Eins, zwei, drei. Ach! Mach's gut, Woldy. Tut mir leid. Komm schon. Jawohl. Level 12 für mein Memion Aquavelle. Na, aber Logo. Aquavelle wurde erlernt. Flutut. Es steht immer auf einem Bein. Es wechselt sein Stammbein so schnell, dass man es kaum sieht. Nein, nicht ins Team. Oh. B drücken. Immer B drücken. Ja, Blanas, das fangen wir auch direkt. Ich habe aber keinen Beleber mehr. Aber Maiko kommt nach vorne. Ich will ein ganz bestimmtes Käfer-Pokémon haben. Und das hier Wipselscheinweit heißt. Wieso? Ich kann mir vorstellen, dass es hier ist. Oh. Nicht gut. Gar nicht gut. Der Schaden war krass. Hm. Dann sollten wir das mal einwechseln. Ging daneben. Oh, das wird wehtun. Das wird so richtig wehtun. Physische Attacken. Das wird mir vielleicht helfen. Flauschigkeit. Rette mich.
Heilige Mutter Gottes. Oh, das war ganz guter Schaden. Es geht doch nicht daneben, ne? Das war jetzt ein weißer Level 5. Tut mir leid, Wolli. Ich habe mit vielem gerechnet, aber sicher nicht mit einem Walzer. So, aber dadurch, dass Walzer vorbei ist, kommt jetzt höchstens ein Walzer Stufe 1. Macht mir hoffentlich auch wieder 16 Schaden. So, dass ich mit 1 KP überlebe, einen Piekser raushaue, in den roten Bereich bringe, einen Ball werfe und es fange. Das ist ein schlechter Witz. Mach's gut, Maiko. Ich will das Planes fangen. Kann ja nicht wahr sein. Ich meine, jetzt nur 4 Pokémon sind besiegt. Komm schon, Leute. Pokéball, los. Sei nicht so frech. Planas, sei nicht so. Werden wir jetzt das erste Mal K.O. gehen? Komm schon. Okay, jetzt will ich drin bleiben. Ich muss dann... Ich werde jetzt Poco-Puppe einsetzen und heilen. Ich werde dich an den Planas K.O. gehen. Safe nicht. Ah, jetzt habe ich schon auf Nicht-Flucht gedrückt. Mache ich jetzt die Poco-Puppe ein und hau dann ab. Gut. Weit böse. So, ich werde aber kurz hier Pause machen. Kleinen Aufnahmestopp. Und werde mit einem kurzen Cut wieder da sein.